So, dann habe ich jetzt erstmal genügend Beeren gesammelt und ja, jetzt stehe ich hier halt im Wald, ne? Ist Blaubeer, Tannen, Fichtenwald. Dominierende Spezies Blaubeeren. Da hinten ist noch ein Drückjagdbock. Buff, das Ding. Das nennt sich Drückjagdbock. Ich hoffe, man kann ihn sehen. Er ist gar nicht mal so auffällig. Aber Moment, da fährt gerade ein Auto durch den Walde. Das wird wahrscheinlich ein Kollege sein. Naja, kam nicht sonderlich näher. Ja, Drückjagdbock, warum kein richtiger Hochsitz, beziehungsweise wahrscheinlich wird das wirklich nur als Drückjagdbock auch genutzt. Man könnte es auch theoretisch als normalen Hochsitz verwenden, aber das halte ich für unwahrscheinlich, weil ein Stückchen weiter da drüben, will ich jetzt gar nicht großartig zeigen, damit man nicht genau weiß, wo ich bin, befindet sich eine Hütte, die durchaus viel frequentiert wird. Und ja, deshalb gehe ich davon aus, dass die Jagderfolge hier wahrscheinlich eher bescheiden ausfallen werden. Hingegen, wenn man die Gegend mal kurz sperrt, kurz eine heftige Drückjagd durchführt, dann ist so ein Drückjagdbock natürlich, da wird es ja auch gedacht, durchaus sinnvoll. Und dann wird man hier wahrscheinlich schon das ein oder andere Stück erlegen. Aber die geringe Dichte an Hochsitzen wäre jetzt auch interessant für denjenigen, der jetzt hier im Survival-Fall tatsächlich irgendwie Survival jagen wollen würde. Wenn es ganz wenig Hochsitze hat, dann ist entweder, das ist ein Geheimtipp, und keiner, und die Tiere wissen nicht, dass hier überhaupt gejagt wird und fühlen sich hier total sicher und man würde sie hier erwischen. Oder es hat einen Grund, dass es wenig Hochsitze gibt und hier gibt es halt nicht viel zu holen. Ne? Das ist immer so die Frage. Kann ich jetzt auch nicht genau sagen, was davon es sein wird, aber wenn man mal 2, 3, 4, 5 Nächte ansitzt und überhaupt nichts entdeckt oder Morgende ansitzt, dann wird es wahrscheinlich eher so sein, dass hier nichts gibt. Ne? Jo. So. Aber jetzt habe ich wirklich nicht mehr viel zu sagen. Zumindest nicht in diesem Stück Wald. Hier gibt es jetzt die allergrößten, tollsten Blaubeeren. Guckt mal, also die sind wirklich, warum habe ich denn bisher so den Kleinscheiß gesammelt, wenn es hier so schöne große und dann auch noch so schön in bequemer Höhe gibt? Naja, hinterher ist man immer schlauer, ne? Upp. Ja. Oh, war das zu hören? Ich glaube, das war das Notsignal. Da muss ich mich aber schnell... Oh, jetzt aber. Jetzt aber. Dann mache ich mich schnell. Dann muss ich mich schleunigst auf den Weg zum Lager begeben. In der Hoffnung, dass die Not noch nicht allzu groß ist. Normalerweise würde ich ja jetzt wie ein Bekloppter durch den Wald rennen, aber das geht mit meinem Knie gerade echt nicht. Da bitte ich um Entschuldigung. Ja, bitte. Ja, wo sind denn die Zombies? Und wieso haben wir jetzt kein großes Messer dabei, um gegen die Zombies vorzugehen? Weil es ein bisschen schwerer war als im Kino. Na gut. Okay, Rettungsaktion. Ja, ja, so halbwegs. So halbwegs. Ziemlich gescheitert, würde ich sagen. So, inzwischen habe ich jetzt auch die Karte noch ein bisschen verbessern können. Also, wir befinden uns hier im Lager. Wenn man vom Lager aus nach da drüben geht, dann kommt man zum Drückjagdbock. Ich hatte den kurz erwähnt. Vorm Drückjagdbock ist eine Fläche mit wirklich den dicksten und fettesten und vor allen Dingen vielen Blaubeeren, weit und breit. Des Weiteren befindet sich eben hier rechts vom Lager, also auf Karte gesehen rechts. Wenn ich jetzt da runter gucke, dann stimmt es auch, dann ist da rechts. Ich habe keine Ahnung, wo Norden ist gerade, ehrlich gesagt. Es ist mir auch relativ egal, hilft mir nichts, diese Information. Aber deswegen zeigt die Karte jetzt nicht unbedingt zwingend nach Norden, wenn man sie richtig rumhält. Jedenfalls...
geht es da hinten eben ins Fichtenaltholz. Da gab es jetzt nichts Nennenswertes zu finden, außer halt eben wahrscheinlich noch mehr Blaubeeren. Jedenfalls habe ich da nichts anderes Interessantes entdeckt. Hier war der Teich mit den Kaulquappen hier direkt am Weg entsprechend. Also wenn man vom Lager hier runterläuft Richtung Weg oder vom Lager ein Stückchen hier rüber zurückgegassert. Das ist hier diese gestrichelte Linie, die hier nur andeutungsweise, da hätte ich mal ein bisschen Farben noch brauchen können. Die kann man auch nehmen, um dann relativ bequem zum Weg zu kommen. Und dann ist hier, wie gesagt, der Tümpel mit Essen, also Kaulquappen, wenn man die wirklich als Survival Food tatsächlich nutzen möchte. Hier geht es zu der besagten Hütte, die ich erwähnt hatte, weshalb der Drückjagdbock hier steht und kein Hochsitz und es keine weiteren Hochsitze gibt, weil eben die Hütte wahrscheinlich ein wenig zu nah ist und der Drückjagdbock eben nur bei Druckjagden entsprechend zum Einsatz kommt, wenn man dann die Hütte wahrscheinlich absperren wird. Ist auch ganz wichtig zu wissen, wo die nächste Notfallunterkunft wäre, wenn jetzt zum Beispiel ein ganz mieses Wetterereignis hereinbrechen würde, dann kann das nicht schaden. So, dann haben wir hier die Grenze eben zwischen dem Jungwald und dem Altwald. Im Jungwald, da habe ich jetzt versucht hinzuschreiben, unpassierbar. Das ist alles nicht so einfach, wenn man keine vernünftige Unterlage hat, auf der man schreibt. Ist es so, dass man wahrscheinlich nicht wirklich durchkommt. Das hat auch dahingehend große Vorteile, dass wenn man jetzt irgendwelche menschliche Gefahr erwartet, in Anführungszeichen, da wo wir jetzt gerade sitzen, die kann kommen mit großer Wahrscheinlichkeit hier auf dem Weg entlang. Die kann da oben irgendwo bei dem anderen Weg, der da irgendwo verläuft, so leicht schräg übrigens, kann die auch lang kommen und dann theoretisch hier hochkommen, da lang kommen. Sehr unwahrscheinlich ist, dass sie hier mitten durchs Altholz mit den vielen Blaubeeren und dem viel Unterwuchs durch Fichte hindurchbricht. Was aber bestimmt nicht passieren wird, ist, dass die Gefahr da hinten durchs Jungholz bricht, um zu uns zu kommen. Und wenn doch, dann produziert sie dabei so viel Lärm, dass man sich diesbezüglich dann keine Sorgen machen muss. Nicht davon abgesehen, dass es keine wirkliche Gefahr gibt, ja. Das wäre auch nochmal zu erwähnen. Gut, hier unten gibt es Holz. Da ist der alte tote Baum, der ebenfalls als Wegmarkierung, als Wegmarke dient und eben wirklich jede Menge gutes, schon abgelagertes Holz, was man für irgendwelche Bauprojekte, Sitzbänkchen und Ähnliches verwenden kann. Ihr erinnert euch. Steht da jedenfalls und jetzt warte ich mal, bis der Flieger weg ist. Jo, und den Rest hatte ich ja schon mal erzählt, nämlich Hangneigung nach hier ein wenig, Hangneigung nach da ein wenig, ab dem Weg dann, da geht es noch ein Stückchen geradeaus und dann geht es da den Hang runter, ansonsten geht es hier den Hang hoch und theoretisch in diese Richtung, das habe ich zwar jetzt nicht eingezeichnet, aber da geht es eine Nuance runter, ne? Aber das mit den Hangneigungen ist halt schon nochmal ganz interessant. So, außerdem habe ich hier jetzt noch eingezeichnet, das wäre vielleicht noch ganz interessant, wenn ich jetzt zum Beispiel die Karte übergeben würde, eben an Evelyn, die sich jetzt nicht auskennt, weil sie die ganze Zeit im Lager gesessen ist. Rückweg, Fluchtweg, wenn man nämlich hier runter diese Rückgasse herunterstürmt, dann müsste man auf einen Parallelweg gelangen, der uns mehr oder weniger zurückbringt in Richtung da, wo wir hin teleportiert worden sind. Nicht etwa da, wo unser Auto parkt, nein, da, wo wir hin teleportiert, durch die Zeit teleportiert worden sind. Und man mir bei dieser Gelegenheit gerade einfällt, das ist schon frech von der Kompanie schnell, 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 dass die einfach hier auch noch einen blöden Flieger mit in die Jungsteinzeit geschickt haben, wenn ich so drüber nachdenke. Ja, und wir dürfen nur ein Kilo Gepäck mitnehmen. Ja, wir dürfen nur ein Kilo Gepäck mitnehmen und die haben einen ganzen Flieger, Gemeinheit. Ja gut, okay, wir haben auch nur Economy gebucht. Gut, ja, das also der Versuch meiner Kartenskizze. Ich bin erstaunlich zufrieden, muss ich sagen. Hätte gedacht, ich krieg das schlimmer hin. So. Die neuesten Ereignisse habt ihr noch gar nicht mitgekriegt. Und zwar war ich auf der Jagd. Der simulierten Jagd nach Landtieren. Und habe dabei dieses Blasrohr verwendet und dieses Projektil. Ihr seht am Projektil, es hat so gewisse blutige Stellen. Die Jagd war erfolgreich und ich habe damit zweierlei Bären getötet. Und zwar habe ich das Projektil hier vorne ins Blasrohr gesteckt und dann von hinten mit Schmackes rausgeschossen. Und dabei vor allem die berüchtigt gemeinen Blaubeeren erwischt und auch hin und wieder mal eine flinke rote Erdbeere. Naja, mal Spaß beiseite, man kann mit nur so einem Blasrohr schon, also nicht so einem, aber
mit Blasrohr kann man theoretisch jagen. Gebt ihr uns den Punkt? So, ich darf noch ergänzen, oh, Vorsicht mit dem Hut, dass erstens, ich habe das Projekt Jagdsimulation zu Land noch nicht ganz aufgegeben. Die Sache mit dem Blasrohr hatte ich mir auch irgendwie ein bisschen anders vorgestellt. Wir hatten also theoretisch eigentlich im Sinn gehabt, dass wir das komplette Rohr quasi aushöhlen, also wirklich auch eine vernünftige Länge genau erreichen. Aber das erwies sich als leider nicht so wirklich praktikabel, weil dann hätte man... Ja, ist nicht gerade genug, hätte nicht funktioniert. Hätte man nochmal eben entsprechend länger beim entsprechenden Material suchen müssen, bis man dann was findet, was wirklich total gerade ist. Und davon abgesehen, man kann, glaube ich, auch super, super schlecht ein Blasrohrprojektil wirklich improvisieren, weil das muss sehr, sehr leicht sein. Und irgendwie hinten auch so weit das Rohr verstopfen, dass der Luftzug, den man da eben entsprechend reinpustet, dann auch komplett das Projektil vorantreibt. Und daran hat es jetzt gescheitert. Jedenfalls ein Fichtenholzprojektil. Hat Bären gejagt. Ja, aber die Rekordweite, die das Ding jetzt geflogen ist, lag bei 2,50 Meter. Ich kann schon mal Rekord schießen. Ja, mach mal Rekord schießen. Hinter mich bitte. Ja, man hat es vielleicht kurz durchs Bild fliegen sehen. Ja, in etwa. Also, das ist vielleicht nicht ganz die Jagdwaffe, die wir noch improvisieren wollten. Ich überlege mal, ob mir noch irgendwas anderes einfällt. Zwei mögliche Alternativen hätte ich noch. Ist halt die Frage, ob wir das zeitlich jetzt noch alles hinkriegen. Es ist jetzt nur mal so als Zwischenstand 18.23 Uhr. Tatsächlich kriegen wir ganz langsam Hüngerchen. Ich würde sagen, wir versuchen uns noch an der Verschönerung des Lagers vielleicht, bevor wir Essen machen. Ja, ich wollte noch erst drüber gucken, was wir schon alles haben. Ja. Wasser finden haben wir. Mhm. Wasser aufbereiten erfordert in dem Falle Feuer. Ups, Moment. Hier ist die Liste. Bei wie vielen essbaren Dingen sind wir? Ich glaube 4. Ja, theoretisch habe ich mir jetzt 5 zusammengeschustert, wenn man die Kaulquappen noch mitzählen möchte. Ah ja, gut, die sind theoretisch essbar. Ja, theoretisch essbar. Ja. Da hat man Brennnessel, Brombeer, Erdbeer, Wegerich und Kaulquappen. Ganz genau. Und Transportgefäße haben wir mehr als genug gemacht. Jawohl. Die Landjagd ist jetzt so lala simuliert. Wasserjagd ist noch nicht simuliert. Nein. Also sechstens ist noch offen. Ein gemütlichkeitssteigernder Lagergegenstand brauchen wir auch noch. Wobei eine Pfeife könnte da schon auch eventuell... Nee, das ist nicht gemütlich. Nicht? Ich finde die cool. Pfeife war achtens Alarm aus Lager. Ja, schon. Das hat es gedauert. Aber abgesetzt wurde er. Mhm. Neuntens, warmes Dinner for Two erfordert dann auch Feuer an der Feuerstelle. Dann die Karte von der Umgebung hat Ben gezeichnet. Ich glaube, 2 Heilmittel haben wir auch vorgestellt. Mhm. Nämlich die Weidenrinden-Tee, zumindest in der Theorie erklärt. Aber meine Fresse, das ist jetzt noch Wasser dazu gießen. Kann man sich also vorstellen. Ja. Und das zweite war der Wegerich. Der Wegerich wäre, da habe ich noch 2 Blätter in der Hosentasche. Die wollte ich noch, Moment, wo habe ich sie denn? Wenn ich die überhaupt in der richtigen Hosentasche untergebracht habe. Ich gucke mal kurz, was in meiner Hosentasche so ist. Also, in meiner Hosentasche ist einmal Zunder, einmal Weidenrinde, inzwischen etwas getrocknet und okay, keine Ahnung, wo ich schon wieder die Wegerichblätter hin habe. Gut, ich besorge mal noch zusätzliche Wegerichblätter, die gibt es ja überall. Und da muss man die im Grunde einfach wirklich bloß ein bisschen verreiben, vermatschen, soweit das dann geht. Und dann schmiert man sie halt auf irgendwas, was juckt. So, aber das habe ich eigentlich auch erklärt. Also, okay. Also das dürfte auch selbsterklärend sein. Oder man kaut sie sich zu einem Brei, wenn man das dann machen möchte, beziehungsweise sich traut, dann geht das auch. Und dann damit eben entsprechend auch das, was juckt. Und Punkt 12, verletzungsfrei nach Hause kommen, sind wir im Moment auch noch ganz, ganz gut dabei. Mhm, bestimmt. Was denn? Ja, nee, stimmt ja. Ja. Den
täten wir in den nächsten Schritten mal das Lager verschönern. Mhm. Uns dann aufmachen zum Ort, wo offiziell Feuerwehr machen dürfen. Was gleich um die Ecke ist. Yep. Und Wasser aufbereiten, / Dinner for Two kochen. Ganz genau. Und aus. So, der Ben ist gerade noch an den letzten Handgriffen unserer Lagerverschönerungsprojektes. Unseres Lagerverschönerungsprojektes. So. So. Lager sitzt, verschönert. Passt, wackelt und hat Luft. Einfache Totholzbank. Mag nichts Besonderes sein, aber ich teste mal. Das Coole ist, durch das Loch hier hat man gleich noch eine Möglichkeit, entsprechend seine Beinchen auszustrecken. Und dann kann man hier gemütlich Platz nehmen. Jetzt hört man so, und dann kann man hier halbwegs bequem sitzen und sich sogar ein wenig anlehnen. Okay, zugegeben darf man es mit dem Anlehnen nicht übertreiben und wahrscheinlich passen wir da auch nicht alle beide drauf. Jedenfalls nicht, wenn wir uns beide anlehnen. Du musst einfach ein bisschen weiter zum Stecken, zum Pfahl rutschen. Lehne ich in die Mitte. Nach links oder nach rechts, dass du bei einem Pflock mehr sitzt. Und dann kannst du auch ziemlich anlehnen, weil die sind gut in die Erde gedrückt. Oh, tatsächlich. Da hätte ich nicht erwartet, dass das so stabil ist. Haben wir jetzt noch mit ein bisschen Paracord festgeknotet. Und wenn jetzt hier hinten nicht noch dieser Ast wäre, der mir gleich in den Rücken sticht, dann muss ich sagen, ja doch. Halt mal die Kamera, ich komme zu dir aufs Bänkle. So ein bisschen wie Gott in Südfrankreich, ne? Herzlich willkommen auf dem Bänkli. Hallo. So. Ja. Erstaunlich bequem. Ja, doch. Hätte ich jetzt nicht erwartet, muss ich sagen. Also definitiv Gemütlichkeit steigern. Definitiv Gemütlichkeit steigern, ganz eindeutig. Was man vom Projekt Klein wohl nicht sagen kann. Vom Projekt was? Projekt Klein. Klein? Ja, wir haben auch ein Regal, Schatz. Ach so, stimmt. Ja, hier, da hinten. Ja, der Weidenkorb, den haben wir jetzt hier an den Baum integriert und haben so ein Regal. Erstens also eine Garderobe und ein Regal. Toll, nicht? Ja, okay, das ist jetzt halt nicht wirklich gemütlichkeitssteigernd. Aber praktisch. Praktisch. So, nachdem wir das jetzt alles erledigt haben, würde ich vorschlagen, wir gehen jetzt langsam mal gemütlich Feuerholz zusammentragen und pilgern nachher. Zur Feuerstelle. Pilgern wir zur Feuerstelle. Also jeder mit dem Arm voll Feuerholz, logischerweise. Ja. Und dann würden wir da uns kameratechnisch wieder melden, weil Feuerholz sammeln, ganz ehrlich, das müssen wir jetzt nicht dokumentieren. Wirklich nicht. Außerdem ist das hier super einfach, es ist alles trocken, man kann aufheben, was man möchte, brennt alles. Jawohl, das tun wir. Jo. Bis so, gleich. Bis gleich. So, das hier ist jetzt also diese hochoffizielle, die ist auch wirklich offiziell, Feuerstelle. Das hier ist unser Feuerkit. Unser Feuerkit bestehend aus Streichhölzern und zwei krassen Zunderdingern. So, da ich nämlich inzwischen die Birkenrinde im Lager liegen habe und ich jetzt hier bin und keine Lust habe zu laufen, werde ich die jetzt auch verwenden. Aber nur fürs Protokoll, wir haben auch Birkenrinde gefunden und damit wäre es logischerweise auch gegangen. So, jetzt viel Kleinholz haben wir nicht. Es fehlt so ein bisschen die ganz dünne Komponente. Ich bin aber sicher, da wir erstens es mit trockenem Material zu tun haben und zweitens hier einen gescheiten Zunder haben, dass das kein größeres Problem darstellen sollte. Trotzdem noch mal so ein bisschen vorsortieren. So halbwegs dünn, halbwegs dünn. Das ist auch schon wieder ein bisschen dicker hier drüben. Wenn man jetzt nicht so viele Feuer gemacht hat, dann sollte man sich hier vielleicht noch mal ein bisschen mehr Aufwand gönnen und das noch ein bisschen ausführlicher und toller machen. Aber je nach Menge der jeweils durchgeführten Feuerchen ist das vielleicht dann auch nicht mehr nötig, ne? Also Feuertutorial habe ich schon an anderen Stellen gemacht, da werde ich jetzt mich mit Kommentaren ein wenig zurückhalten. Freue mich jetzt aufs Feuerchen, freue mich dann auch auf was zu essen.
Ja, wie? Ja, was? Du probierst es gar nicht mit mir klein im Holz. Ach so, hätte ich das machen sollen? Ja. Ach so. So spät. Ja, das kommt davon, wenn du nicht da bist, ne? Ja, ja. Dann werden gleich alle Möglichkeiten gezogen, die man irgendwie zur Verfügung hat. Aha. Dafür haben wir es ja mitgenommen. Außerdem, so viel wirklich kleines Holz war jetzt auf dem Stapel nicht dabei. Das zu meiner Verteidigung. So? Ja, jetzt hast du auf einmal welches gefunden. Nein, nein, das war hier drin. Guck mal, hier unten. Ach, ganz unten? Das muss dem Dummen doch gesagt werden. Ja, ich dachte, der Dumme ist Waldläufer und sieht das selber. Ja, aber der Dumme ist inzwischen auch nicht mehr auf dem Level, dass er jetzt sagt, man muss ihn vorher möglichst kompliziert machen. Nee, wenn ich jetzt gesagt hätte, jetzt nehmen wir nicht den Zunder, dann hätte ich natürlich schon noch ein bisschen was entsprechendes jetzt suchen. Jetzt sagt er auch schon ein bisschen was. Was entsprechendes suchen müssen. Dann wäre ich noch ein bisschen losgegangen und hätte noch was geholt. Davon abgesehen haben wir die Birkenrinde im Lager vergessen. Ja. Wie ich aber eben schon der Kamera erzählt habe. Zweimal sogar. Ich wusste nicht, dass wir sie vergessen hatten. Oh. Stimmt, du warst da ja. Also Evelyn kommt da gerade noch mal her, weil war wir, da jetzt gerade noch. Weil mal. Wir was vergessen hatten? Die Wasserdestille. Die Wasserdestille, also Teile der Wasserdestille. Mhm. Die ja noch nicht ganz so erprobt ist. Noch nicht ganz erprobt, meint, machen wir zum ersten Mal. Ja. Haben wir auch nirgends irgendwie so gesehen, sondern ist wirklich eine Idee, könnte man ja eventuell so machen. Rein Eigenproduktion. Eigenproduktion. Von Wasser aufbereiten, indem man es destilliert. Ist natürlich ein bisschen energieaufwendiger, aber ja. Knackt aber schön. Mhm. Allzu groß müssen wir das Feuer ja gar nicht machen. Nein, müssen wir nicht, aber wenn wir jetzt hier schon gerade schöne Pyramide bauen, dann bauen wir. Du mein Stöckchen. Ich werf dein Stöckchen um und genau. Das brennt. Mhm. Ah. Das war knapp. Gefährde nicht die Pyramide. Diese weggespickt. Ich bin eben Verfechter des Quadrates. Ja, ja, ich weiß. Immer wenn man eine schöne Pyramide baut, kommt irgendwann Evelyn und macht ein Quadrat draus. Ich mach nichts mehr. Mhm. Ich warte hier, bis es Abendbrot gibt. Mhm. Ja, so war das jetzt aber auch nicht geplant. Ja, Feuer rächt sich immer bei dem, der es angezündet hat und weht ihm ins Gesicht. Oh. Arbeit an Viereck fortgesetzt. Mhm. Aber wenn man mal möchte, dass es mal richtig schön losbrennt, dann ist die Pyramide kurzfristig schon cool. Ja, man braucht die nicht, ich weiß. Ja, und wenn ich wirklich ein brauchbares Feuer brauchte. Hast du das Pagodenfeuer gemacht? Nee, das mache ich meistens in der, war meistens die Grundlage, dass ich irgendwas kochen wollte für die Pfadfinder, ja, in einem großen Topf. Dann braucht man eben Viereck. Dann braucht man halt ein Viereck. Ja. Und sonst ist ja scheißegal, wie die Stöckchen drauf liegen. Ja, ja. Ja gut, okay, scheißegal, vielleicht nicht. Ja, wenn man ganze Platten macht, dann erstickt man das Feuer irgendwann. Also ich habe so ein bisschen, also bei aller Wissenschaft, muss ich jetzt kurz mal erzählen, habe ich bei Feuer schon so ein bisschen das Gefühl, dass sich das Zeug nicht immer ganz rational verhält. Ja? Beispiel, ich kann nicht wirklich reproduzieren, was ich zum Beispiel als junger Erwachsener, ja, 15-Jähriger damals, als ich versucht habe, mein erstes Feuer nach halbwegs professioneller Anleitung, also Erklärung, wie man denn ein Feuer macht, von erfahrenen Waldläufern, habe ich versucht, mein erstes Feuer zu machen. Das hat ewig gedauert und es hat nur deswegen funktioniert, weil noch, also morgens habe ich es versucht, ich bin recht früh aufgestanden. Wir waren in Schweden, da darf man das ja bekanntlich auch. Und da war ich also wirklich sehr früh auf. Der Rest der Gruppe ist mehr oder weniger noch am Schlafen gewesen und ich wollte extra früh aufstehen, um das Feuer wieder zu entfachen. So, und wir hatten am Abend vorher gefühlt ewig lange Feuer. Und ewig viel Feuer und dementsprechend war zu erwarten, dass da noch Glut da ist. Und das war auch so.
Und dadurch, dass da eben noch Glut war, habe ich dann auch mein erstes selbstständiges Alleinemachfeuer mit 15 dann auch anbekommen. Ich habe es davor versucht, aber es hat nicht geklappt. So, und danach habe ich dann lange kein Feuer mehr gemacht, weil man es halt nicht darf in Deutschland. Jedenfalls habe ich dann offiziell das Gefühl gehabt zu wissen, wie man Feuer macht. Und das Grundprinzip, das wende ich auch heute noch an, genauso wie ich das damals gelernt habe. Aber aus irgendwelchen Gründen habe ich danach ein paar Mal kein Feuer anbekommen. Ja, und schon gar nicht, wenn es irgendwie auch nur ansatzweise nass war, das Holz. Gut, so. Schwedisches Holz ist gemein. Ja, schwedisches. Das Ballentum brennt nicht. Ja, das mag sein. Aber heute mache ich gefühlt genau dasselbe und ich will jetzt nicht behaupten, dass ich jetzt der Großmeister des Feuermachens bin. Überhaupt nicht. Also wenn es 5 Stufen des Feuermachens gibt, ja, wo der 5. auf Level 5 Bowdrill bei Regen, ne, so diese Geschichte. Also das, wo es wirklich nur eine Handvoll Leute auf dem Planeten gibt, die das noch, hinkriegen. Da bin ich weit von entfernt. Und wenn Stufe 4 ist, dass da halt, sagen wir mal, bei fast allen Situationen auch ohne Hilfsmittel noch ein Feuerle machen kannst, das kriege ich auch nicht hin. So, aber mit Hilfsmittel, also sprich mit irgendwas zum Anzünden, kriege ich auch bei fast allen Situationen Feuer zu laufen. Aha. Also fast. Jetzt nicht mitten im Orkan und solche Späße, ne? Aber auch wenn es ein bisschen regnet, ist kein Problem, kann man trotzdem Feuer machen, wenn man genügend Zünder hat. Nur, ich habe keine Ahnung, darum geht es mir jetzt eigentlich, was ich eigentlich inzwischen richtig mache, was ich früher scheinbar falsch gemacht habe. Das ist eben das, weshalb ich so gefühlt bei aller Liebe zur Wissenschaft Feuer zum Teil für was Irrationales halte. Das ist sowas Urtümliches, dass ich, das ist so ein bisschen, religiös verklärt bei mir. Es spielt nicht, also eigentlich ja schon, aber gefühlt spielt das nicht immer nach den Regeln der Physik. So, gut. So, und jetzt auch für die Leute, die sich da jetzt nicht so sehr mit auskennen. Ziel der Veranstaltung momentan hier gerade ist vor allen Dingen Glut zu erzeugen. Dann kann man nachher in der Glut noch am besten köcheln. Oder dann halt eben sich noch eine Plattform in die Glut bauen und da dann gemütlich entsprechend das Töpflein draufstellen und rundrum noch ein bisschen Holz nachlegen. Eine war nicht so gut gezielt. Oder gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und wenn der Stock zu groß ist, dann legt man den einfach oben drauf. Irgendwann brennt er auch durch. So. Achso, und zu der Irrationalität des Feuers. Ich weiß natürlich, dass es dies nicht gibt. Ja? Also wenn jetzt jemand hier kommt mit rationalen Argumenten. Aber mir gefällt einfach die Vorstellung, dass Feuer so ein bisschen so ein Teil von einem Eigenleben hat. Das ist einfach zwar auch, aber nicht nur physikalischen Gesetzen folgt. Wir heizen hier jetzt ausschließlich mit Fichte. Das bedeutet, das hatte ich ja auch schon mal irgendwo zwischendrin erklärt, wir kriegen relativ wenig Glut pro Holz, das wir draufwerfen. Es gibt schlicht und ergreifend nichts anderes, deswegen müssen wir mit Fichte heizen. Hat sich die Frage, mit was man heizt, schon erledigt. Zum Kochen für ein Kochfeuer wäre eigentlich Laubholz besser. Also spätestens wenn es dann mal brennt, dann ist Laubholz besser. Aber haben wir halt nicht, ne? Die hier sind schon ein bisschen orange, die zwei. Sollten trotzdem brennen. Irgendwann. Also orange ist generell nicht so gut. Das enthält viel Wasser. Das ist dann so ein bisschen, die Holzstruktur ist da schon angegriffen vom Pilz. Der Pilz selber mag es ganz gerne ein bisschen feucht. Und dementsprechend enthält Villa dann auch, dass Wasser eingelagert ist im Holz.
Und das kriegt dann so ein bisschen eine schwammartige Struktur, wenn die Verpilzung weiter fortgeschritten ist. Und als Schwamm kann man dann natürlich noch mehr Wasser aufnehmen. Und außerdem wird mehr und mehr, davon ernährt sich ja der Pilz. Also das, was das Feuer braucht, um zu brennen, also das CO2 im Wesentlichen. Also in letzter Instanz eigentlich mehr die Glucose, das Hauptbestandteilchen von dem, was hier brennt. Aber genau das will ja auch der Pilz. Ja? Und der Pilz baut dasselbe ab, wie später das Feuer verbrennt. Und deswegen gibt es da so gewisse Konflikte sozusagen. Also den Brennwert, ne? Brennwert von Holz, das können wir zwar nicht verdauen, aber man kann das auch in Kalorien angeben, wenn man möchte, wie viel Energie in so einem Holz steckt. Macht keiner mehr, Kalorien sind ja eh veraltet, aber für lärmende Nahrungsmittel würden es halt noch gerne entsprechend verwendet, aber das wisst ihr ja alles. Da erzähle ich jetzt niemandem was Neues. So. Quatschen die Leute immer noch voll? Ich quatsche die Leute immer noch voll. Weil ich kann. Und ja, weil. Und weil sie sich nicht wehren können. Jedenfalls nicht während. Hinterher schon, das geht. Du? Ja. Das ist ein riesenvoller Gasolpöttchen. Ja, das lassen wir jetzt. Da haben wir dann schön viel Glut und dann können wir gemütlich köcheln mit der Glut. Na? Darf ich dann da zwischendrin nochmal separat anfeuern für die Destille? Ja, klar. Dass ich da wohl ein kleines Feuerchen machen könnte. Tu dir keinen Zwang an. Soll ich mal den Destillenplan erzählen? Du hast nur keinen Zunder mehr, den habe ich jetzt verbraucht. Ja, ja. Ist ja gut. Mhm. Wir hätten auch teilen können. Oh. Soll ich den Destillenplan mal erklären? Ja. So, während da Feuer kocht, der Kuschel ist nicht drauf. Ja, das liegt daran, dass man uns beide versteht. Yay! Also wäre gut, wenn das funktioniert, ja. Versuch sollte ich es aber. Gut. Erkläre ich euch mal den Plan für die Destille, sprich für die Wasseraufbereitung, also Punkt 2 auf der Liste. Hier kommt das Brackwasser rein. Darunter sollte ein schönes Feuerchen brennen. Und dann würde ich diese Tüte der Länge nach aufschneiden. Oder reißen, vielleicht geht das auch, ne, müsste schneiden. Dann so schräg drüber hängen, dass hier oben das Wasser wiederum kondensiert und dann der Tüte entlang runterläuft und hier in ein weiteres Gefäß dann reintropft und destilliertes sauberes Wasser wäre. In der Theorie? In der Theorie. In der Praxis sehen wir, wie schnell dass sich die Tüte verabschiedet. Jo. Da kann ich nur ein ganz kleines Feuerchen brauchen, das gerade so Wasserdampf entsteht, aber auch nicht wirklich viel mehr. Mhm. So, und um die Theorie auszuprobieren, beginne ich mal zu basteln. Jawohl. So, und da jetzt damit wirklich tatsächlich erstmal nichts passiert hier, schauen wir jetzt nochmal ins Feuer, weil das ist immer gut. Und ja. Und ich glaube, dann machen wir wirklich mal einen Schnitt. Hm? Ja, und Abendessen. Und Abendessen. Du bist der Koch, ich habe heute Mittag. Ich bin der Koch, okay.